Klipp, klipp, ein schönes Bierli auf. Jawohl, wir kommen wieder hier heute bei der Hausaufgabe bei Sinneswiss. Und ich hoffe mal, ihr habt es auch wieder mal gemacht. Jo, ja, haben wir Hunde jetzt gefressen? Natürlich haben wir sie gemacht. Selbstverständlich. Ja, wie Hund. Genau, wir besprechen heute meinen Film. Nein, jetzt erst mal vorstellen. Mein Name ist Patrick Hill. Und mit Ciao. Mir auch meine Sekretärin, der Spike und der Alex. Sali. Hoi, Chef. Der Kaffee kommt. Ach, danke. Ohne Zucker. Ich würde ihn nicht trinken. Ah, mit viel Liebe, mit viel Liebe. Ja, ja, stimmt, die Kaffeemaschine, die gute Noni-Sachen gehört. Mal, sie geht schon. Du musst einfach mir richtig erklären, wie sie geht. Knopf drücken. Wenn wir jetzt wirklich in dieser Postgres-Folge gerade das erste Mal das Dilemma mit deiner... Hey, Hill. Wie ist das mit der Kaffeemaschine? Müsst du einfach nur das Knöpfchen drücken, das grosse, und dann wird das automatisch stoppen? Jo. Genau. Meine Tasse war doppelt so voll wie sonst und die Hälfte davon war Wasser. Gewesen. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast. Ja, ich habe das gemacht, was du gesagt hast. Das alte Problem, ja. Jo, du hast uns eine Hausaufgabe gegeben. Genau, Michael Kohlhaas von 2013. Mhm. Vom Arnaud de Bollière. Französischer Filmemacher, IMDb 6,1. Und ja, also wenn man mit der Geschichte, das ist echt immer schnell erklärt. Wenn wir vielleicht gerade nochmal kurz für die, die einmal mehr unsere Nachrichten, also bei dem Podcast nicht gelesen haben, die Hausaufgaben, die sind immer voller Spoiler. Das heisst, wenn du den Film Michael Kohlhaas aus dem 13. noch nicht gesehen hast und da vielleicht noch schauen willst, dann würde ich jetzt sofort aufhören zu hören. Eine andere Folge, wir haben ganz viele tolle Folgen, wir haben mittlerweile über 30 Folgen, weit über 30 Folgen. Und man kann reinhören. Und dann zuerst den Film schauen und dann könnt ihr wieder hier schön einsteigen. Genau. Genau. Zurück zur Story. Oder willst du noch sagen, wer noch mitspielt? Das ist meine Idee. Ich sage zuerst Story oder wer mitspielt. Ja, das darfst du entscheiden. Ach, ja. Mach kurz Story, dann weiß man schon, wenn ich sage, wer mitspielt, wer ungefähr welche Figur hat. Okidok. Genau. Also eigentlich der Film spielt über Michael Kohlhaas. Eine Geschichte aus dem 16. Jahrhundert, die niedergeschrieben worden ist, auf einer Novelle von Heinrich von Kleist. Und, es geht eigentlich um einen Pferdezüchter, der auf dem Weg zum Max ist, um seine Zuchtpferde zu verkaufen. Und da ist dann dort an einer Grenze festgehabt worden. Also hat mir eigentlich eine Bescheinigung gezeigt, zum durchzukommen, wo dort die Königin scheint so befohlen hat, dass es das braucht. Und der Baron hat halt das, wie gesagt, verlangt und er hat das nicht gehabt. Und dann ist halt das Gespräch losgegangen, so, ja, was macht er jetzt? Er muss zum Markt gehen und er hat ihn nicht. Und er hat sich gar nicht gehabt, er kann gehen, aber er muss einfach als Pfand zwei Pferde zurücklassen. Und so beim Zurückkommen dann halt die Bescheinigung zeigen. Er hat dann zwei Pferde dort gelassen. Er ist zum Markt gegangen, beim Zurückkommen wollte er seine Pferde holen, aber der Baron hat die Pferde dann eigentlich gebraucht, so für seine, ja, für seine Arbeit. Also er hat sie dann vor einer Karre gespannt, kann man sagen. Und sagen wir, schwere Arbeit verrichten lassen, dass die Pferde halt nicht mehr so in dem Zustand sind, wie sie den Kohlmanns abgegeben hat. Also sie haben Wunden gehabt, sind dreckig gewesen. Wie gesagt, gesundheitlich in dem Sinne ein bisschen angeschlagen, was natürlich dann wertmindernd ist für die Pferde. Und der Baron hat auf das so angestellt, so, ja, die Pferde habe ich müssen hieten, das kostet, das haben sie müssen schaffen für mich. Und der Kohlmann hat gesagt, ich möchte die Pferde wieder gesund und schön, so ich sie abgegeben habe. Kohlhaas. Kohlhaas, habe ich Kohlmanns gesagt. Ja, schon. Ei, ei, ei. Du suchst einfach händeringend nach einem Sponsor und denkst an Kohlmanns. Man paar vier. Nein, wir werden nicht gesponsert davon. Nein, wir werden nicht gesponsert. Lohnig. Ja. Ach komm, wir sind offen. Wir nehmen alles. Ja, ja. Geld, wir brauchen es. Vielleicht ist die Geschäftsleitung dort voller Filmfans. Dann findest du uns doch sympathisch. Durchaus möglich, durchaus möglich. Ich meine, wieso machst du sonst Geschäft auf so nahe an den Steinen? Ja gut, weil halt dort einfach alle durchlaufen. Nein, weil die Kinos denken. Okay. Ah, du meinst den drei, die es noch hätte oder so? Die haben es aber immer mit Radiofunk gehabt. Hä? Ja. Der Kohlmann hat ein Hobby gehabt, als Funko.
Dinge hat man dann umgefunkt und hat mit anderen Leuten gefunkt und geredet. Und da hat dann einfach das Rezept aus verschiedenen Regionen so niedergeschrieben, das er von Funko bekommen hat. Und hat dann ein Kochbuch gemacht. What the fuck? Also das ist tatsächlich so? Und auf diesem Kochbuch haben sie dann eigentlich den Kohlmanns... Ich weiß nicht genau, wie romantisiert das worden ist, Das ist Wahnsinn. Du bist besser vorbereitet über das Restaurant als ich über den Film. Lektor, und vor allem mir als ehemaliger Funko und passionierter Koch spricht das kann mega an. Ja. Also. Ja. Ja. Halt also, sobald der Laden drauf hat, gehen wir mal auf einen Flammkuchen vorbei. Eine Flammkirche? Ivo, wir bestellen uns das Kochbuch und machen es selber. Ich habe eine Mikrowelle. Mm. Ja gut, eine Mikrowelle kannst du das auch machen. Ja, wir können einen Grill aufstellen, alles gut. Ju! Und dann, was passiert dann? Genau. Mit Kohlhans. Kohlhans. Ja, jedenfalls hat der Twist halt angefangen und der Kohlhans hat halt unbedingt recht wollen, ist dann auch vor Gericht gegangen, aber hat ihn dann eigentlich nicht zügellos oder... Es ist halt so gewesen, dass der Baron einen Verwandten hatte an einer hohen Stelle und das ist halt ausgenutzt worden. Man hat auf die Klage einfach fallen lassen und gesagt, vergiss es, wir haben dem nicht weitergehen. Und dem Kohlmann ist eigentlich nur noch eins übrig geblieben, dass er halt einfach die Selbstjustiz übernimmt und er hat dann so seine Knechte und irgendwelche Volksleute gesucht gehabt, die Leute, die zu ihm gegangen sind, und der ist dann halt einfach umgezogen und hat Leute überfallen, vor allem halt gerade auch der Baron. Ja, also die Trunkenburg, oder wie die geheissen hat. Ja. Genau. Ich bin jetzt gerade Blackout. Ist schon erwähnt worden, dass seine Frau hat für ihn schlichten und die dann zurückgekommen ist, deutlich verletzt und an dem Lagen ist. Das war noch davor gewesen, genau. Eben, das ist noch nicht erwähnt. Ja, genau. Das war eigentlich so der letzte Dings von ihm, und er hat gesagt, okay, jetzt ist Schluss mit dem. Ja, zuerst, dass der Knecht ja angefallen worden ist. Also, der Knecht hat eigentlich, ist dann dort geblieben, mit den Pferden halt zu schauen, und hat dann gesehen, was sie gemacht haben, und hat die Pferde reinigen, also auf die Pflege, und dann haben sie ihn angestellt als Pferdedieb, haben die Hunde auf ihn losgelassen, und dann nachher hat sie immer gefunden, ja, da hat er die Pferde geklaut und ist davon gerannt. Und dann... Dann auch am Schluss eigentlich noch so als Verzweiflung zur Königin gehen, damit sie ihn anlässt, dass wir da... Sie ist nur Prinzessin gewesen. Prinzessin? Sie ist Prinzessin. Sie war früher an der Macht gewesen. Und er hat dann eigentlich, wollen, dass sie ihm zulässt und dort vielleicht noch Recht bekommen. Die Frau hat gefunden, also, ja, sie lässt eher mehr wahrscheinlich zu als dir. Ich komme eher in den Palast rein. Und was genau passiert ist... Eigentlich sind sie rausgesehen, aber sie ist auf zurückgekommen, halt verschlagen. Sie haben die wahrscheinlich misshandelt. Also anscheinend laut dem Buch, das basiert ja auf einer Novelle. Das ist ein Buch von Heinrich von Kleist, ein uraltes Buch, 1810. Ist es ja so gewesen, dass sie anscheinend sich einfach durch einen Unfall tödlich verletzt worden ist. Also es war anscheinend ein Unfall gewesen mit irgendeiner Haken oder mit irgendeinem, keine Ahnung was, oder? Ja, ich habe das Buch nicht gelesen, keiner von uns, aber ich habe da so ein paar Sachen drüber gelesen. Anscheinend ist das wirklich gar nicht beabsichtigt gewesen. Es ist nicht verprügelt worden oder so, es ist einfach abgewiesen worden und dort ist ein Unfall passiert. Genau. Aber das weiß er halt. Ja, man hat ja auch nicht viel gesehen davon. Nein. Das war ja relativ dunkel gewesen. Man hat ja einfach nur gesehen, wie sie Blut im Gesicht hatte. Ja, das Ding ist ja, am Schluss hat dann die Prinzessin sich noch entschuldigt, weil sie am Hof. Von ihr als irgendwie scheinbar verschlagen worden ist. Also es ist die Prinzessin gibt es ja im Buch auch nicht, zum Beispiel. Ja. Es sind ja irgendwelche Vogten, die da Sachsen und Brandenburg, das andere, die da in gegenseitig eigentlich gegeneinander haben ausgespielt. Genau, da muss man halt noch sagen, es basiert auf einer historischen Geschichte. Also da hat es auch wirklich gegeben. Aber ich sag mal, es ist. So als Vorlage genommen wurde, hat ziemlich ausgeschmückt und verändert. Also der Michael Kohlhaas, der hat es wirklich gegeben? Ja, das schon. Okay. Ich glaube, der Richtige, ich habe es gelesen, dass er um zwei Rappen, also wie ich Rappen gelesen, ich denke, das geht so in der Schweiz, aber scheint das auch, ist er um zwei Rappen bestohlen worden. Als Rappen hat er die Pferderasse bezeichnet.
Ah, okay. Ich hätte gesagt, gut, 2 Rappen. Ja, nein, das ist das Geld. Ja, nein, sie haben wirklich die Pferde als Rappen bezeichnet. Das genau, muss schwarze Hengst, schwarze Hengst nennt man Rappen. Also geben sie wahnsinnig gut Pferde. Also sind jetzt auch im Film eher als Kleinpferd dargestellt, also schon Reitpferd, aber eher kleiner. Also nicht jetzt irgendwie wie ein Araber oder so etwas, eher kleiner. Und, wie ein Araber? Ist der Araber nicht Die Araber, die sind recht groß. Ah, Pferderasse. Ja, ja. Jetzt kommt er. Nein. Seit der Hill Pferderasse ja, in der Amerika. Also es war wortwörtlich ein rassistischer Ausspruch mit dem Araber, weil ich die Rasse von den Pferden gemeint. Ja, ja, ist okay. Sonst ist okay. Möchte ich das ja nicht vormachen. Nein, alles klar. Ja. Also ihr merkt schon, wir geben uns besser keine historischen Filme. Es geht nur. Ja, wieso? Wir haben ja jetzt alle auf alles eine Antwort gewusst. Also, ja. Also. Aber eben, der Michael Kolas, der hat es anscheinend gegeben. Ja. Weil ich habe auch nur nachgelesen, dass das Buch scheint eine rein fiktive Geschichte hat. Aber anscheinend mit historischen Hintergründen, die hätte er sein können. Vermutlich hat er einen anderen Namen gehabt, nicht einfach Hans Kohl geheißen. Ja. Oder so. Oder doch Kohlmanns. Oder Kohlhans. Kohlhans. Man weiß es nicht. Mhm. Nein, ich habe auch gelesen, dass halt viel auch in einem Buch geschrieben worden ist. Gerade so Gerichtsunterlagen, die hat er nicht eingesehen. Und das ist halt viel dazu bezichtet und halt romantisiert. Und das Buch ist allgemein extrem viel politischer. Also, es ist ja, da kommt er einmal eigentlich vor Gericht, sagen wir mal. Und dann, wie wir ja alle wissen, kriegt er Recht mit seinen Rappen, mit seinem Pferd. Aber weil er sich halt in der Zwischenzeit schon nicht ganz nur cool verhalten hat und irgendwie ganze Burgen abgeschlachtet hat. In der Bierkuh übrigens auch Frauen und Kinder, weil in der Bierkuh ist da Herr Kohlhaas. ist tatsächlich auch nicht ein sehr cooler Mensch. Also im Film ist ja eigentlich so der typische Rächer, der gute Mann, der hart arbeitende Mann. Ja, die Ruhe selbst und friedlich bis am Bach haben, genau, bis es auch zu viel ist. Richtig, und im Buch ist das nicht. Im Buch ist er eigentlich eine ziemlich harte Socke. Also da werden wirklich auch Kinder und Frauen abgeschlachtet und so. Das sieht man alles nicht im Film. Ja, obwohl man könnte es erahnen. Gerade dort, wo der eine die Wagen überfallen wird, wo er ja oben am Hügel steht und seine Leute runter. Auch der Baron und also du tolle Szene. Der Fake-Baron. Ja. Also dort sind sie ja angegangen und haben gedacht, ja, was machen sie jetzt? Da irgendeine Vorräte abkaufen? So. Nein, schlacht dann einfach mal alles ab. Und, was im Inneren des Wagens war, das haben sie ja nicht gezeigt. Und meistens sind ja gerade Kinder und Frauen eher im Inneren vom Wagen gesehen. Könnte man erahnen. Gut, da gibt es eben die Vorszene, wo der Baron mit so einer Art Double im Kloster die Kleider wechselt. Und sie ihn wahrscheinlich rausschicken mit dieser Volksschaft, so im Sinn von, ja, wenn er jetzt den umbringt, dann meint er, ich bin tot und ich bin geschützt. Ja, nicht dazu also, den als Nonnen verkleiden oder so. Genau, ja. Ja. Das ist überhaupt, wenn wir die einzelnen Szenen abgehen, das finde ich eine von der stärksten Szenen. Die, wo jetzt du gerade angesprochen hast, Spike, wo er auf dem Hügel oben ist. Und unten geht eben der Wagen durch und seine Gefolgschaft dort den Hügel abreiten. Und geht eben, ich weiß auch nicht, vielleicht 5 Minuten die ganze Szene. Ist eigentlich relativ lang, weil du siehst, wie sie da anreiten. Und das siehst du eigentlich nur von weitem. Keine Nachaufnahmen, kein Blut, das spritzt oder irgend sonst so etwas, sondern einfach, siehst du von weitem und die Umgebungsgerüste, die Umgebungsgerüste sind eigentlich so ein bisschen überdecken. Zum Sounddesign wollte ich eh noch kommen, weil das ist für mich eigentlich das Stärkste am ganzen Film. Und einfach das Ganze eigentlich nur beobachtet, wortkarg, also seid ihr nicht emotionslos. Und das finde ich eigentlich eine der stärksten, weil so in ziemlich jedem anderen Film wäre doch dort die Kamera voll drauf und wäre noch ein bisschen Action gesehen und so, oder? Blüht und ja, also und einfach so eine statische Kamera von oben, die das so beobachtet, wenn er es halt sieht, oder, aus seiner Sicht, das sieht man selten im Film. Aber dort einmal mehr an der Schiesserei musst du mit dem Messer rangehen. Ja, alte Regeln. Ja, alte Regeln. Ja. Aber sie haben ja trotzdem jetzt gewonnen. Du bist noch an der Zusammenfassung eigentlich gesehen von der Story Hill. Also ja, eben, dann seine Frau ist so, wie man es rausgesehen hat, auf dem Hof verprügelt worden, die ist dann gestorben. Und da hat dann eigentlich schlussendlich Selbstjustiz vollübt. Und
ist dann halt, ich weiß nicht genau, wie lange das gegangen ist. Ich glaube, 5-6 Jahre, meinte ich. Also, laut Originalgeschichte auch. Ich habe dann durchs Land gezogen so und hätte aber eigentlich immer dann auch gesagt, also, man sieht auch zwischen den Szenen, wo einer Kunde mit dem möchte sich anschließen und bringt einen Ferkel mit. Und sagt so, jo, das ist da. Und dann fragt der Knecht vom Kohlhaas, was ist mit dem? Also, jo, das ist ein Geschenk. Und dann findet der Knecht so, jo, wir nehmen kein Geschenk an, wir zahlen dafür. Und er hat dann aber eigentlich strikt zu seinen Leuten immer gesagt, also, wir klauen nichts von Leuten, weil das gehört jemandem und wir sind keine Diebe. Und er hat dann auch der ein oder andere hingerichtet, weil das halt brandgeschätzt hat, kann man sagen. Ob jetzt das, ich weiß nicht, ob jetzt das ist halt der Bauer in dieser Szene, der gesagt hat, ja, der hat mein Haus überfallen und so. Und der hat eigentlich so immer so den schmalen Grat gehabt zwischen Gerechtigkeit, aber halt doch zwischen ja, halt Eigennutz. Eigennutz, genau. Ja, jedenfalls schlussendlich hat dann eigentlich das Land, also die Politik oder halt eben Prinzessin eigentlich, man kann sagen, kapituliert und gesagt hat, er soll aufhören, man tut ihm dann auch das ganze Asylgewähren. Begnadigen. Und man macht dann auch einen Prozess um seine Pfad, wenn er aber aufhört. Dann hat er gefunden, okay Jungs, ich habe das erreicht und ich kann wählen. Ab heute hören wir auf. Er hat dann so seine Gefolgschaft eigentlich in dem Sinne ausgezahlt, hat ihnen das Sold gegeben, sie haben die Waffen abgelegt und eigentlich jeder ist sie weggegangen. Das Problem dann ist aber halt gesehen, dass der eine oder andere halt, das sind halt Leute gewesen, die haben nicht gewusst, wo sie hin sollen oder was sie machen. Das war eigentlich so ihr Job gewesen. Und die haben dann, ich glaube, ein, zwei oder so, also so ist dann rausgekommen, die haben halt weiterhin. Es hat geheißen, es sei nur einer gewesen. Also gut, einer ist ja, einer von seinen Gefolgsleuten, der eigentlich weiter ich bin sicher, ob es ein oder zwei war. Geraubt hat. Ja. Genau, und der hat es geheißen vom Hof, so, also vom Ritter, der dann bei ihm war, der hat gesagt, also, ja, eben einer von deinen Leuten, eine Nacht, der hat dort und dort mit den Leuten überfallen, der hat dann noch gefunden, also, ja, ich habe keine Nacht mehr. Und er hat aber gefunden, also, die Königin sieht das anders. Und dann ist eigentlich das Bündnis in dem Sinne unterbrochen gewesen, dass er Asyl bekommt, also beziehungsweise halt wie dem, ihm seine Taten gelöscht werden. Und dann ist es eigentlich ja, zum Prozess gekommen, auch zu seinem Prozess, wo er dann eigentlich auch gewonnen hat, schlussendlich. Er hat dann die Pferde gesund zurückbekommen, er hat genügend darüber bekommen für sich, ich glaube, seine Frau meinte, hat das Geld, die Pferde und danach, also der Baron hat auch zwei Jahre Gefängnisstrafe bekommen. Und er hat wiederum halt für seine Taten auch einen Prozess bekommen, halt Todesstrafe. Genau, mit dem hört der Film ja auf. Ja. Genau, und das, also der Sinn auch bei ihm ist, weil man halt dann gesehen so, ich möchte mir recht und auch wenn die ganze Welt zugrunde geht. Das ist so der tiefgründige. Ja, so tiefgründig ist es also, nicht. Ja. Sind wir ehrlich. Es ist eine sehr klassische Revenge-Story. Ja, der Teil schon. Das, was man versucht hat, es tiefgründig aussehen zu lassen, sind so die kleinen Anekdoten von der Rechtschaffenheit. Ja. Eben wie, wir nehmen keine Geschenke an, wir zahlen für etwas. Und auch, wenn er ja seiner Tochter relativ am Schluss sagt, es ist nicht rechtens, irgendetwas zu nehmen, weil das gehört immer irgendjemandem und dem steht eine Entlohnung dafür zu, weil es ja ihm gehört. Mhm. Das sind die kleinen Sachen gewesen, die die Rechtschaffenheit von ihm dann wieder hätte sollen untermauern. Ja, es ist so ein bisschen halb-halb, eben so einerseits der Heldentum, den man ihm gegeben hat, aber halt andererseits eben, ich meine, er ist gegangen und hat die Leute umgebracht. Ja, ja. Und, dort sind auch Leute umgebracht worden, die halt nichts mit dem zu tun haben. Genau. Absolut. Also das ist ja auch für mich eine der Schwächen des Films. Ich finde, er wird eben viel zu glatt und als guter Mensch dargestellt, obwohl er es eigentlich wirklich nicht gesehen ist. Ja. Also, eben, wie gesagt, ich habe das Buch nicht gelesen, aber was ich davon gelesen habe, oder, so Zusammenfassungen etc., ich glaube, da wäre schon einiges spannender gewesen, wenn er auch ein bisschen eine spannendere Figur gewesen wäre. Eben nicht so einfach nur gut. Weil das ist ja definitiv nicht gesehen. Und das hat auch in diesem Film mega gut getan, finde ich, wenn er ein bisschen
vielschichtiger gesehen, war ein bisschen facettenreicher. Und ich glaube, gerade mit dem Hauptdarsteller, vielleicht können wir mal zu dem kommen, oder? Zu Mads Mikkelsen, den ihr spielt. Der hat das auch wahnsinnig gut können überbringen. Ja, gut, ich, noch schnell dazu, man hat es versucht mit dem Theolog, so ein bisschen. Da ist schon, wie sollte Luther sein. Da hatte so ein Gespräch mit ihm einmal gehabt im Wald und hat ihm eigentlich so dann vorgeworfen, eben so, dass er das Schlechte von dem Ganzen, man hat es dort ein bisschen. Ja, gut, aber geil, es ist ein Theolog. Ja. Ich finde noch manche schlecht, sind wir mal ehrlich. Aber ja, du hast schon recht, aber ich finde, hat man auch mehr dürfen zeigen. Klar. Man hat wirklich dürfen zeigen, dass er ein schlecht, also auch kein guter Mensch ist. Was mich dort eh mega gestört hat, ist ja, du hast die Szene, da ist irgendwie in diesem Trupp inne, da ist dort irgendwie geduldet. Wieso auch immer, das sind Plünderer und alles. Da ist dort irgendwie geduldet. Und der greift ihn eigentlich mega an, verbal, vor all seinen Leuten und tut ihn eigentlich als wirklich mega schlechter Mensch darstellt, also eigentlich alle Schande angestellt hat. Was passiert? Er hat gerade einen von seinen eigenen Leuten aufgehängt, der Zwillingsbruder von einem von seinen wichtigsten Leuten. Ja. Eigentlich. Und was macht er mit dem? Ja, er lädt ihn in sein Zelt ein und redet mit ihm weiter. Wo ist da die Logik? Macht doch keinen. Also du meinst jetzt, eben, also der Theolog, der ist ja im Buch, ist das tatsächlich der Martin Luther. Ja. Und das ist für ihn eigentlich so sein Gott. Also anscheinend im Buch ist das mega klar, dass das wirklich, was der sagt, hat Gewicht für ihn. Und alles andere ist irrelevant. Er liest ja am Anfang auch ein Buch und der findet, ich glaube, der Prediger, der bei ihm in einem Hofhaus ist, hat er gefunden, das ist nicht die Bibel, sonst würde ich Schlut lesen. Und er findet, doch, das ist die Bibel. Und ich glaube, das ist das Buch, weil er sagt dann zum Luther so, ich lese deine Bücher und ich schätze sehr, du bist nicht wahrscheinlich. Genau. Das, ja, weil er hat ja dort gesagt, aber ich weiß auch nicht mehr genau, ob es der Prediger ist. Er hat eben gesagt, es ist die Bibel, aber sie ist nicht auf Latinisch. Darum lese ich sie nicht laut. Und das war ja das mit der Reformation damals. Im Katholizismus hat man ja die Bibel nur auf Latinisch kennt. Das ist ja das große Ding. Da haben ja nur die Geistlichen wirklich die Worte Gottes können lesen, weil sie mega gebildet waren und haben somit ja mega Macht gehabt über die anderen Gläubigen. Und in der Reformation hat man ja dann auch die Bücher in die jeweiligen Sprachen übersetzt, damit es normale Volk auch hat können das verstehen. Und das ist im Katholizismus also so aufgestoßen. So sind die Geistlichen eigentlich in ihrem Stand abgesetzt worden, weil er dann jedes Wort Gottes hat können lesen und hat können predigen. Aber das ist ja dann, das ist das grosse Thema von der Reformation, wo eben der Luther angestrebt hat, dass man es eben so tut. Mehr und das Wort Gottes mehr unter das Volk bringen. Das sieht man relativ gut in der Serie die Tudors. Oder sonst hat die ganze Spielregel, die hat geändert hat. Richtig. was meinst du, gehen wir mal, was gibt es für Szenen, die für euch rausgestochen haben? Oder wollen wir noch. Ah, nein, sorry, wir sind noch bei den Schauspielern. Blöd. Ah, ja, dann haben wir dürfen, wir springen heute ein bisschen mühsam. Das ist ein bisschen anstrengend. Ein bisschen Jojo, jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren. Jetzt gehen wir die Schauspieler durch. Ja, genau, zum Mads Mikkelsen haben wir ja wollen gehen. Oh ja. Genau, also eigentlich international bekannt. Also, sagen wir so, sein Fuß aus Dänemark hat eigentlich gemacht mit Open Heart. Und wirklich bekannt im breiten Publikum ist eigentlich mit der dänischen Delikatesse geworden. Jo. So. Und ich denke, so ein Mainstream-Publikum als Le Chiffre. Vor allem, Casino Royale. Ja. Also ich glaube, die meisten Leute, die ich kenne, kennen ihn von dort. Oder halt für Filmliebhaber, dänische Delikatessen. Oder natürlich Adams Äpfel. Ja. Punisher. Hannibal Lecter. Punisher. Serie. Punisher. Punisher 2. Pusher. Ah, ich Kohl Hansi. Ja. Oder King Arthur. King Arthur. Als Tristan. Auch sehr gut gespielt dort. Doctor Strange. Ja, als der Gegner, genau. Ja, in Star Wars hat er auch mitgemacht. Rogue One, ja. Eigentlich der Wissenschaftler, der den Totenstern mitgebaut hat. Also. Und wir warten alle drauf auf seinen letzten Film, auch wieder einen dänischen Film, weil der ist immer wieder ein bisschen Hollywood abgesprungen. Hast du ihn ja voll überzeugt, gefunden.
Schlechte Luft. Welcher denn? Trunk oder Druik oder so heisst so. Druik, okay. Wo es irgendwie darum geht, die Lehrer dort, wenn wir eine Vereinbarung machen, hey, wenn wir einfach immer so einen gewissen Promillegehalt haben, dann sind wir bessere Lehrer. Und das artet halt aus, so ein Sozialexperiment. Nachvollziehbar. Ja. Genau, also ich wollte mir, das sind ja so typische Filme, wo ich nicht viel darüber wissen, aber da ist mega Lorbeeren, Vorschusslorbeeren schon bekommen. Und bei den Kritikern, die schon gesehen haben, ist auch alles ein Wahnsinn. Aber leider sind ja die Kinos aktuellen Stand noch zu. Ja. Gang auf den Fuss, dann kommt. Und Hannibal Lecter hat er natürlich noch gespielt in der Serie Hannibal. Genau. Und haben die geschaut? Noch nicht. Ich habe irgendwann mal angefangen, aber die gibt es ja schon länger, aber ich habe dann nicht weiter geschaut. Ich bin ja, ich muss sagen, schon noch Fan. Ja, ja. Okay. Und kleiner Funfact am Rand. Früher oder später geht ja der Hannibal selber, der ja psychologisch zum Psychologe. Mhm. Kann ich lesen. Und weißt du, wer Psychologin ist? Gillian Anderson. Natürlich. Oh. Ich habe es nur gerötet, ich habe es effektiv nicht gewusst. Ich meine, wenn es jemanden gibt, der Psychologin spielen kann, Psychiaterin, sorry, vom Hannibal Lecter, und das ist cool, dann kann sie eigentlich noch sehen, oder? Ja, also, liebe Zuhörer, ihr habt es natürlich wieder nicht gesehen, ist klar, aber wir kennen den Alex langsam ein bisschen und wir wissen langsam, er hat so ein Gillian Anderson-Lächeln. Immer wenn er von ihr redet, hat er so ein ganz bestimmtes Lächeln. Und er hat jetzt einfach gerade wieder zu offensichtlich das Gillian Anderson-Lächeln drauf gehabt. Ich kriege einmal einen roten Kopf dann. Ja, ein kleines bisschen. Videoclip mit Rihanna hat er noch gemacht und er war auch Werbegesicht für Hand. Bitch better have my money. Bitch, better have my money. Ja, Rihanna, da käme ich aus. Ah. Aber ja, das ist richtig. H&M-Model ist ja gesehen, das ist wahr. Also sogar das Werbegesicht. Ja, genau, ja. Gut, also auf das wäre ich jetzt nicht stolz, als Mads Mikkelsen, fairerweise. Ja, du hast mir geholt. Ja, gut, das stimmt, ja. Nein, aber ein ganz spezieller Mensch, ein ganz spezieller Typ. Das ist auch wirklich so ein Schauspieler. Ich glaube, der wird wirklich so in die Ahnengalerie von der ganz Grossen reinkommen. Also, entweder das oder total verkannt. Weil er polarisiert. Das ist jetzt gross. Ja, also er polarisiert, er fällt überall auf, aber nicht auf die klassische Hollywood-Art. Jo. Und das stimmt. Und dann ist er auch mal kein Brit. Weil normal sind ja das die Briten, die da eben nicht auf die klassische Hollywood-Art zwar schon erfolgreich sind, aber nicht ganz so rausstechen. Er ist dann. Das ist halt schon speziell. Wobei dann noch unsere nördlicheren Kollegen aus Europa, die kommen immer mehr. Die holen Gas oder Skaschgurt oder wie man sie sagt, die ganze Familie. Und weiß nicht, ob wir den gesehen haben, den haben wir jetzt ganz ausgelassen, weil das ist eigentlich für mich fast sein bester Film gewesen, also zumindest seine Darstellung. Jagden. Was es darum geht, also spielt auch wieder, ich glaube, spielt tatsächlich nicht in Dänemark, spielt glaube in Schweden, aber ist ja wurscht. Und dort ist er, nicht Kindergärtner, jetzt bin ich sicher, Kindergärtner oder Primarschullehrer. Und plötzlich tut es eine Mädchen, wo nicht die Zuneigung bekommt, wie sie gegangen hat, behauptet daheim, sie ist vergewaltigt worden von ihm. Und dann geht halt quasi so eine kleine Menschenjagd am Dorf auf ihn los, oder? Ja. Und das haben doch nein und so. Ja. Wahnsinnig bedrückender Film. Okay. Unheimlich gut gespielt. Also ganz große Sehempfehlung. Also, ist nicht der Partyfilm. Ja. Also, da musst du vorher und nachher Tets 2 schauen, damit du einigermaßen wieder eine gute Stimmung hast. Aber ansonsten. Jagden, sagst du, heisst der? Jagden, ja. Kann das sein, dass der. Also ich habe es jetzt nur auf IMDb gesehen, dass das der Hunt ist aus dem 2013. Ja, würde Sinn machen. Okay. Ja, genau. Ich kenne das schon, der Valhalla Rising. Ah ja, shit, ja klar. Aber ich glaube, der hat noch weniger geredet wie... kein Wort. Genau. Kein Wort. Ja. Toller Film aber. Ja. Winning Refn. Die meisten ja bekannt wurden durch Drive. Und da hat ja auch schon, ist auch Dan. Und da hat ja auch eben die beiden Pusher-Filme, wo er ihn genommen hat. Und dort, das sind tatsächlich glaube ich, seine ersten Filmrollen gesehen. Der hat vorher noch im dänischen Fernsehen mitgespielt. Ja, so eine 0815 Krimiserie. Ja, recht viel Film und Serie. Genau, und ist ja ein Tänzer vorgesehen. Also wirklich ein ganz spannender Mann. Und einer, den wir sicher das öfter noch werden sehen in unserem Podcast. Ja. Vielleicht sogar mal das Thema vom Podcast. Wer weiß? Oder als Gast. Ja. Wer weiß nicht. Aber wir haben noch einen anderen bekannten Schauspieler, der leider verstorben ist. Bruno Ganz. Richtig. Als der Governor hat er dort mitgespielt. Man hat nicht sehr viel gesehen im Film. Nein. Aber wenn man gesehen hat. Hat man gesehen. Das ist super, ja. Ja, genau. Also,
ich denke, es ist mal einer der ersten Filme. Ich meine, kommt eben mehr aus dem Theater. Eine riesige Theatergeschichte. Der erste Film, den ich jetzt kenne von ihm, ist von Nosferatu 1979, hat er mitgespielt. Also in dieser Neuverfilmung damals, ist schon das, ja? Okay. Also in dieser Neuverfilmung hat ja mehrere. Ja, das ist noch was anderes. Okay, ja. Das ist ziemlich ein Rattenschwanz. Ja. Ja, aber bekannt, also ich habe ihn das erste Mal gesehen bei «Der Untergang». Ja, ich auch. Als gut, das glaube ich den meisten so, ja. Als, das habe ich nie gesehen. Vor allem, wenn ein Schweizer spielt, dort plötzlich der Hitler und so. Ja, gut. Haben wir Leute, also, wo doch Schauspieler können? Ja, ja, nein, dort hast du aber bei ihm wirklich Theatererfahrung gemerkt. Er hat auch gesagt, das war ein einschneidendes Erlebnis für ihn, die Rolle. Ja, ja, also, ich glaube, das ist noch für manche. Ja, ja, aber bei ihm ist natürlich so, meistens ist er, das ist ja im Endstadium von Adolf Hitler gewesen, wo er eigentlich schon wirklich am Untergang war. Ja, auch, genau. Und alles sehr eng und sehr in seiner Rolle gefangen quasi. Und trotzdem irgendwie versuchen, Stärke auszustrahlen. Das hat der Bruno Ganz eigentlich sehr, sehr gut dargestellt. Vor allem auch von der Mimik und alles. Mhm. Also, eben darum meine ich, dass man das Theaterschauspiel wirklich bei ihm rausgemerkt hat. Also ich würde mir den Film empfehlen. Ich habe den nie gelöst. Der Untergang ist recht, also gerade von den Bildern her, ist das super gemacht. Ja. Was? Also die Aussenaufnahmen kannst du dir wirklich hollywoodmäßig vorstellen, aber den Rest musst du auf eine Art Theaterstück gefasst machen. Okay, das macht mich schon lustig, aber ganz ehrlich, es ist halt einfach, das ist halt so eine Zeit, wann ist der rausgekommen? Anfang 2000, würde ich jetzt sagen. Ja, Helps, ja. Da würde ich jetzt, also, ja, ich habe vorbehalten. Und ganz ehrlich, das war auch die Zeit, in der ich sehr viel auch noch Fernsehen rumgezappelt habe. Und sind wir ehrlich, wenn du auf AT rumgezappt hast, oder, also du hast ja den ganzen Tag nichts anderes gesehen als Zweite Weltkrieg. Ja, sehr, sehr. Und viel. Ich habe irgendwie, das Thema ist mir so überdrüssig geworden. Oh, meine, das verstehe ich, ja. Es ist wichtig, dass man sich informiert darüber, aber dann auch noch Film, wirklich Film schauen darüber, die nicht dokumentarisch sind, das hat man einfach abgelöscht. Ja, gut, das hast du natürlich gemacht, so, weil das einfach die Dinge jetzt die Vorgeschichte oder das Leben, das stimmt, ja, ja, klar. Der Untergang gezeigt hat. Und ich glaube, das ist auch das, was es auch ausgemacht hat, dass du halt die Person siehst, wie sie eigentlich alles am Verlieren ist. Mhm. Und das hat es dann, glaube ich, auch ausgemacht in einem Film. Also auch mal eine andere Seite. Aber wenn du gerade aus dieser Zeit, aus dem Ende des Zweiten Weltkriegs, gerade schon drei Dokus gesehen hast, dann musst du den Film nicht unbedingt gerade schauen. Das ist wirklich krass, kannst du ein bisschen warten. Ja. Aus dem 2004 ist er übrigens. Alles klar. Ja, das ist schon. Okay. Aber es gibt ja noch etwas anderes, Drittes, wo du uns schon anteasert hast. Heidi hat noch gespielt, als Albeu. Was, er hat Heidi gespielt? Er hat gefunden, ja, ich bin Schweizer und als Schweizer muss ich die Rolle einfach mal spielen in meinem Alter. Das ist, ja. Genau. Aber du hast ja noch angeteasert, weil mir einem Spike ist niemand sonst mehr aufgefallen, wo mir jetzt wahnsinnig kennt hat. Aber du hast gesagt, nochmal. Du Knecht, du César vom Kohlhaas. Also ich habe den Film, wo ich jetzt nochmal geschaut habe, habe ich das angeguckt und dachte, das ist so, Moment, der kommt mir bekannt vor. Und dann ist mir so etwas aufgeploppt und ich dachte, kann das sein? Ich habe googelt und gesagt, es ist genau so gesehen. Oh. Er hat als Kind einen Film gemacht, 1979. Ja. Und hat, ich meine, er hat einen Oscar gewonnen als nicht amerikanischer Film. Als Kind? César hat ja den Oscar geheißen. Ah, Blechtrommel? Genau. Ah, das ist der Bub aus der Blechtrommel? Das ist der Bub aus der Blechtrommel. Bist du sicher? Absolut. Ah, krass. Okay. Ah, nein, das habe ich nicht gewusst. Okay. Genau. Also viele Kinder habe ich nicht. Okay. Also Moment, hat der Bub aus der Blechtrommel keinen Oscar bekommen? Nein, aber der Film. Ah, der Film. Also, ah, Entschuldigung. Okay. Ja, okay. Ich sage so, hä? Also nein, nicht auch. Ja, ja, nein, alles gut. Hm, okay. Ah, krass. Ja, ja. Er hat vorher einen Film gemacht, dann da einen Film gemacht und dann noch, aber meistens mehrheitlich auch Theater. Ja. Ich glaube, das ist sehr sein Leben im Theater. Schön. Theater. Drummel ist er auch. Ja, und das sind so die Schauspieler. Ja. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir weiter zu, ich würde jetzt gleich sagen, mal in Szenen, ja, wo euch irgendwie interessiert haben oder wo euch geflasht haben.
meine eine haben wir schon genannt, eben die, die noch von oben zuschaut, in einer Seelenruhe. Und die andere, die mir wirklich geblieben ist, ist die, wo man hier merkt, oh, ich bin zwar hier in Sicherheit quasi, aber wo man dann herausfindet, ah, ich bin eigentlich nur ein Gefangener. Und er mit seiner Tochter dort abhauen, hier über, weiß auch nicht, mehrere Tage, Wochen, wie auch immer. Und dann dort in der Nebelschlucht, will ich fast schon sagen, mit einem Stein, sich am Verstecken ist und dann aus diesen Nebelschwaden die ganzen Ritter halt auf ihn zulaufen, die ihn gejagt haben. Das habe ich ziemlich, die Szene, die wirklich auch visuell hat mich mega überzeugt. Ja. Und das ist so, ja, das sind eigentlich wirklich die zwei Szenen gesehen, die für mich wirklich hängen geblieben sind. Mhm. Sonst leider szenarisch nicht viel hängen geblieben. Ich finde jetzt nicht uiuiui. Bei mir ist eher ein bisschen gesehen, der Sound, und zwar das Sounddesign. Meine Musik hat so, glaube viermal jetzt einen kurzen Einspieler gehabt, so ein bisschen bum, 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 so ein bisschen die Trommelnummer. Militantisch. Richtig, genau, ja. Und ansonsten ist es wirklich extrem übersteuert laut, das Rauschen vom, also vom Wind, das Zirpen von den Viecher, lodernde Fackeln drin, die sind extrem laut gesehen. Überall die ganze Zeit, die fliegen. Also so ultra nerviger Ton ist, oder? Ich glaube, es ist einfach so ein Push-Knopf, immer der gleiche. Ja, das Gefühl. Also, vielleicht haben sie ja so eine Soundboard auf dem Telefon, weißt du, unter dem Tisch gehabt. So, klick. So wie es Anfang 2000, glaube ich, jeder sein damals noch nicht Smartphone gehabt, aber dann war es langsam losgegangen. Das ist wirklich für mich ein absolutes Highlight, Sounddesign. Hast bei mir, also die Landschaft, haben sie natürlich ganz, ganz tolle Kulissen gehabt. Also Kulissen, die Landschaften rundherum, die sie gedreht haben. Ich habe auch Licht und Schatten habe ich zum Teil auch sehr, sehr positiv empfunden. Also wirklich so ganz dunkle, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Szene es war, aber ich habe einfach das im Kopf, ganz dunkle, in der Burg innen. Und dann geht man raus und da kommt einfach so ein greller Lichtstrahl, wo eigentlich viel zu hell ist, wo aber total realistisch ist. Es ist jetzt so ein bisschen Westen-Element, weil Omex ist von draussen auf die Holz-, die Steinhütten, Burg oder so. Und die Türen, und das Licht ist so grell drauf, aber die Türen ist schwarz, weil dort kein Licht ankommt. Und er tritt dann einfach so aus dem Schwarzen raus oder verschwindet in dem Schwarzen. Das ist ein wiederkehrendes Motiv. Genau. Aber das habe ich auch sehr, sehr gut gemacht gefunden. Gerade bei der Szene habe ich sehr, sehr eindrücklich gefunden, dort, wo er in der Zelle ist, relativ am Schluss, wo er mit dem Priester redet. Und das ist, die Worte habe ich nicht mehr im Kopf. Aber einfach die Ausdrücke von den beiden Schauspielern, eigentlich akzeptiert, wie es ist. Er hat eigentlich den Tod akzeptiert. Und der Priester hat in dem Moment eigentlich gewisse Verzweiflung ausgestrahlt, so, hey, ich will dir doch helfen, kann ich nichts machen? Nein. Er findet ja auch so, ja, der Tod, den kenne ich ja schon, aber so, die Art und Weise und wenn, das ist ja das Problem für ihn. Ja, weil sie haben ja vorher schon, ganz ehrlich, mit dem habe ich ja gerechnet, eigentlich. Sie haben vorher schon einmal gesagt, aufständische Bauern, denen werden die Finger abgeschnitten, dann werden die Augen ausgestochen und die werden dann aufgehängt. Und zwar so, dass sie etwa einen Tag lang hängen. Bauern töten ist ein Spass. Ja, das ist ja dann später noch dazugekommen. Ja. Aber ich habe eigentlich dann wirklich mit so etwas gerechnet. Und da hat man ja auch noch recht mit dem Publikum gespielt am Schluss, eben, wo man ihm ja das Ergebnis von der Gerichtsverhandlung mitteilt. Ja, du bekommst in dem Recht, du bekommst bei dem Recht, du bekommst hier deine gerechte Entlohnung, der andere bekommt seine Strafe. Da denkst du, Moment, das ist doch nicht das, was man meint. Aber nein, am Schluss steht der andere mit dem Game of Thrones-mässig extrem übertriebenen grossen Schwert hinter ihm. Du siehst ja auch erst ganz am Schluss das Protest hinten. Das siehst du vorher gar nicht wirklich. Und anläuft, erst wenn er aufsteigt. Du siehst ja keinen Henker, du siehst gar nichts. Ja, das ist auch, das sieht man auch kurz, wenn er da aus seinem Amulett das Papier ins Maul stopft und frisst.
Nicht aufgefallen? Nein, das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Er ist doch so ein kleines Papier, so eine Nachricht. Mhm. Ist er. Und im Buch ist das eben viel, viel wichtiger. Das ist so ein Amulett, wo noch die Nachricht hat von einer Wahrsagerin bekommen und die würde irgendwie vom einen von diesen Landvögten. Das Buch ist viel, viel komplexer. Mhm. Ist ja oft so. Und der will unbedingt die Nachricht haben. Mhm. Weil dort steht natürlich drauf, wenn er würde sterben, dass er die Wahrsagerin ihm vorausgesagt und auf das Zettel geschrieben. Ja. Und quasi im Kohlhaas gesagt, hey, schau, das wird doch mal die Leber retten. Ist aber nicht so. Und weil er merkt, ja, ich bin jetzt eh schon am Schafott, dann frisst er das noch schnell. Mhm. Und quasi, ja, das soll auch nicht wissen, wie das endet. Wird da nur ganz kurz angedeutet, leider. Oder? Ich habe mir das noch gewundert, weil ich den Film gesagt habe, hä, was ist jetzt da los? Und als ich dann darüber nachgelesen habe, habe ich plötzlich ein bisschen mehr verstanden. Und das ist vielleicht auch ein bisschen, wieder ein bisschen ein Problem vom Film. Ich weiss nicht, wer will er ansprechen. Will er Leute ansprechen wie uns, die das Buch nicht kennen? Mhm. Oder will er Leute ansprechen, die das Buch kennen und das ihnen ein bisschen näher bringen? Weißt du, oder ein bisschen andere Facetten oder so zeigen? Mhm. Und ich finde, da verzettelt sich der Film extrem. Weil er keins von beiden für mich wirklich schafft. Er verzettelt sich bei vielen Sachen. Ich denke, Leute, die das Buch kennen, kannst du an einer Hand abzählen. Würde ich jetzt mal behaupten. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist schon eins der grossen Bücher. Also für die, die sich für klassische Literatur und aber nicht nur... So in unserer Generation kannst du sie vermutlich... von den Leuten, die wir kennen... Am Tisch kann man... Ja, also nicht das sind wir wirklich Aussagen gegriffen. Ich als TV-Spielfilm habe ich auswendig gelernt. Also nicht einmal von den Leuten, die uns jetzt zuhören, vermutlich hat er kein Buch gelesen. So, wie du schätzt unsere Zuhörer nicht. Bitte, wenn einer das Buch Alex gelesen hat... das nie sagen, wenn, ist der Spike. Also wenn, ja, wenn einer das Buch gelesen hat, unbedingt uns mitteilen und uns korrigieren. Auf jeden Fall. Aber ich bin der Meinung... Wir haben vermutlich im erweiterten Kollegenkreis sicher Leute, die das gelesen haben. Definitiv. Aber die haben einfach ganz andere Interessen als wir. Klar. Oder ich glaube, das ist auch so etwas, wo viele, die so studiert haben, Germanistik etc., die haben das vielleicht auch noch gelesen. Ja, ist das vermutlich wichtig gewesen, ja. Fang mal ein bisschen um. Das ist die Connections. Gibt es eine Szene von euch, die ihr noch ansprechen wollt? Also... Ja, also ich meine, ganz am Anfang, die Szene, wo er seine Rösser dort lassen musste, die ist relativ schnell gekommen, gerade nach 5 Minuten. Und jetzt habe ich die ganze Zeit erwartet, dass plötzlich der schwarze Ritter kommt, von Ritter der Kokosnuss. Ah, ja. Ja, kommen wir doch nicht durch. Ja, genau. Das ist nur ein Kratzer. Ja, dort hat er richtig, richtig guten Aufbau angefangen. Weil da hast du einfach gemerkt, hey, Moment. Komplette Ungerechtigkeit. Er kann nichts dagegen machen. Es wird mit einer Schusswaffe auf ihn gezielt. Also der Baron ist ja so reich, dass er vermutlich einer von den ersten Modellen von Schwarzpulverpistolen gehabt hat. Mhm. Und dort hat ja eine mega cool, also ja nicht cool, eine mega uncoole Ungerechtigkeit angefangen, ja. Wo ein mega sympathisch zum Kohlhaas angezogen hat und mega gegen die Regierung. Das war eigentlich ein sau cooler Aufbau gewesen. Später noch mal ein bisschen weiter gegangen, dann auch bis zum Punkt, wo seine Frau verstorben ist. Ja. Ein mega Aufbau, wo das Publikum gepackt hat und bam, die anderen sind einfach die Arschlöcher. Mhm. Ja. Aber das haben wir doch einfach auch schon öfters gesehen. Ich habe so ein konkretes Beispiel, wenn ich das Ganze schon gesehen habe. Also. Was hast du gedacht? Also, am Anfang hat der Film eine Einzigartigkeit gezeigt, gewissermaßen von den Bildern her und allem. Ja. Die Ungerechtigkeit, alles wunderbar. Im Mittelteil hat er recht viel verloren, finde ich. Ja. Also, der hat recht viel am Fahrt verloren. Und dann am Schluss ist es nur noch so, hey, sorry, aber ich kenne das einfach alles schon von Braveheart. Gut, jetzt kann man nur sagen, was war zuerst gewesen? Braveheart. Der Film vielleicht, aber das Buch dazu kaum. Ja, aber du hast ja jetzt vorher gerade schon aufgedeckt, dass so viel in diesem Film nicht so ist wie das Buch. Das stimmt. Und ja, William Wallace ist ja noch früher gewesen. Die Geschichte von William Wallace. Weil, dort haben sie ja noch keine Schwarzpulver-Schusswaffen gehabt. Aber ich bin immer tatsächlich eher Team Mads Mikkelsen als Mel Gibson. Das mag ich dir sogar zugestehen. Grundsätzlich. Aber jetzt geht es um die Story, jetzt geht es nicht einmal um den Mads Mikkelsen. Der hat das wirklich gut gespielt. Ich denke mal, ich glaube, jede so historische Helden-Epoche-Filme, die sind meistens immer so, dass es eigentlich immer genau so ausgeht.
es baut sich auf, der Held kämpft, der Held wird dann irgendwie verroden oder verliert. Und ich glaube, schlussendlich ist einfach der Heldentod ist genau das, was es ausmacht im Film. Sonst ist es drakonenmässig und hockt auf dem Thron und trinkt Dinge sie mit. Ja, es ist, ich hätte jetzt auch nicht einmal so ein Problem damit. Es geht nicht darum, ich habe es schon mal gesehen. Fast jede Story hat man schon einmal gehört. Ja, aber gerade das habe ich einfach schon einmal anders, viel besser erzählt und gezeigt bekommen. Und das nervt mich jetzt gerade, weil ich habe jetzt in diesem Film wirklich das Potenzial gesehen, dass dem etwa vom Niveau her gleich zu tun. Das hat es leider nicht gemacht. Ja. Weil gerade optisch Kulisse, Schauplatz, Licht, Schatten, Sound nimmst du, Alex, immer sehr, sehr im Vordergrund wahr. Bei mir ist das meistens relativ im Hintergrund, wenn es nicht gerade ein sehr offensichtlicher Soundcheck ist. Ja. Aber das sind natürlich dann wieder die Emotionen. Die Emotionen sind auch da gewesen. Das wird auch am Sound gelegen haben. Und das Potenzial wäre mega da gewesen, um da wirklich ein riesen Meisterwerk zu schaffen. Leider ist man da irgendwo falsch abgebogen. Es ist aber so, die verschiedenen Kritiken, die ich dann gelesen habe zu diesem Film, ist eigentlich, die meisten haben eigentlich immer das Gleiche gesagt, dass es als Bild und Visuelle grossartig ist. Auf die Geschichte selber sind sie nicht gross eingegangen eigentlich. Außer eine Kritik, die ich gefunden habe, so halt im Stil von, das ist so eine typische, also, ein Film, der ab ein bisschen draufgeschnitten ist auf Mikkelsen, aber wo die Geschichte, man hat es probiert, aber die Geschichte ist nicht übergekommen, nicht gut übergekommen. Ja. Und ich glaube, das ist auch irgendwie das, was ich dann, wenn ich das Ganze so ein bisschen gelesen habe, so auch für mich gestimmt hat, so vom Bild her und so von den Einstellungen und also von der Gestik und alles, es ist sehr viel, sehr Großes, es ist nicht irgendwie so eine Action-Getöns gewesen, es ist so ein bisschen, wo ich in eine Kunstrichtung geht. Aber schlussendlich von der Geschichte her ist es halt so ein bisschen, ich sage es mal, eine verdünnte Heldensage, wo jetzt nicht unbedingt. Sie hätten auch mehr können dort machen. Ja. Sie hätten wirklich das Politische. Bös gesagt, 2013 rausgekommen, da war Game of Thrones schon draußen gewesen, aber noch nicht der riesen Shit gewesen, oder? Ja. Wenn der Film 2-3 Jahre später in Bearbeitung gekommen wäre, wäre die ganze Intrige, weil da hat es noch viel mehr Intrige im Buch gegeben, dann wäre das wahrscheinlich, vielleicht hat sie gemerkt, oh wow, da kann man auch eine coole Story drum bauen. Nein, aber hat vielleicht dann wirklich den politischen Aspekt, der tatsächlich sehr, sehr gross ist, oder? Politik, Religion, Reformation etc., hat sie das ein bisschen besser können ausspielen können. Einfach so ein bisschen. Einfach mehr in eine Richtung reindrängen und nicht so weder Fisch noch Vogel-Style sein. Oder? Das ist schon leider ein bisschen. Ja. Man probiert ein bisschen alles, aber nicht so zieht richtig durch. Jo, Jungs, außer vielleicht einen kurzen, ich habe noch einen kurzen Fun-Fact, aber da können wir eigentlich zur Bewertung kommen. Was meint ihr? Du, ich glaube, das ist ein kurzer Fun-Fact, weil die beiden Väteren von diesem Tronka-Typ, wo ihm ja sagt, das ist der Oberbösewicht, sagen wir mal so, oder? Und die beiden Väter, die das erste Mal sie beschwerden wegen seiner Pferd, den abweisen, das sind eben Väter von dem Tronka. Das ist einfach weiterreiten nach. Ist das da gewesen? Nein. Das sind einfach die das spielt keine Rolle. Das sind einfach die beiden Väter von dem Tronka, vom Oberbösewicht, wo das erste Mal er sich beschweren und dann findet aus, das sind Väter und dann kriegt er das Zettel zurück. Nein, wird abgelehnt. Die heißen im Buch Hinz und Kunz. Und wenn ihr jetzt das so hört, denkt ihr so, Hinz und Kunz, heutzutage allgegenwärtiger Gebrauch für jedermann, oder? So, Hinz und Kunz und so. Das ist damals schon gesehen. Also dort ist damals schon, das Buch geschrieben wurde, das ist schon ein gängiger Begriff gewesen für jedermann. Und so hat man quasi können das ein bisschen mehrdeutiger auslegen, im Stil von, hey, das ist nicht einfach gesehen, sein Kampf gegen Tronka oder gegen den, sondern es ist eigentlich gegen mehr, oder? Es ist einfach, jedermann ist eigentlich gegen ihn gesehen oder umgekehrt er gegen jedermann, oder? Darum gibt es noch 100.000 philosophische Dinge dazu. Ist echt lustig. Fun Fact am Rand. Wir haben jetzt Kohlmanns gehabt. Cool. Und am Barfi, ein bisschen weiter neben da, haben wir noch Hinz und Kunz. Kunst. Ja, also ich glaube, jetzt können Sie sich langsam aussuchen, wer uns will. Ja, wir nehmen alle. Weiter, schau um eine Ecke, was haben wir noch nicht aufgezählt? Matt Donalds gibt es noch. Mhm. Das war schlecht. Sehr schlecht. Sehr schlecht. Dann schnell zu der Bewertung. Spiky Spike.
Ja, ich mache es relativ kurz. Der Film bekommt von mir ein 3. Weil, Von 5. Ja, genau. Entschuldigung, ja. Letterboxd-System bis zu 5 Sternen, auch halbe sind möglich, bekommt von mir 3 Sterne. Also, er ist schon überdurchschnittlich. Das Überdurchschnittliche liegt aber am Bild. Mhm. Vor allem Belichtung und so weiter und so fort. Mads Mikkelsen, der halt wieder einmal eine sehr, sehr coole Darstellung bietet. Und die Story hat eben Potenzial, aber das Potenzial wird leider nicht ganz ausgeschöpft. Darum, ich bin froh, dass ich den Film geschaut habe. Also, danke Hilf für die Hausaufgabe. Das ist schön. Mal wieder eine von den eigentlich lustigeren gewesen. Doch. Lustiger? Ja, ja, doch. Das ist spassig. Die Pferd werden mal tradiert, die Augen geschlagen. Nein. Easy, gehen wir mal Tiere oder Menschen und also, weiter. Eine von den weniger schwerfälligen. Okay. Kannst mit dem besser leben. Ja, ja, ja. Ja, gut, also. Ja, nein, weil, das kann man wirklich sagen, also ich muss jetzt nicht eine riesen Empfehlung daraus machen, aber man macht nichts falsch, wenn man ihn einmal schaut. Wirklich. Also eben vor allem von der Landschaft, von den Bildern. Mhm. Ja, doch. Kann man schauen. Ja, mein Urteil fällt ähnlich aus. Ich gebe ihm allerdings nur 2,5 von 5 Sternen, weil für mich ist er durchaus eigentlich sehr typischer, sagen wir mal, Film. Also es ist nicht ein Kostümfilm, aber es ist halt so ein bisschen Historienfilm. Ja, genau. Und Mads Mikkelsen über alle Zweifel haben, aber mit dieser Rolle müssen wir nicht machen. Muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, der hat nicht mehr so groß Schauspieler, also die ein, zwei Mal. Also da habe ich dann schon einiges Besseres gesehen oder Spannenderes gesehen von ihm. Wie gesagt, die Story ist für mich zu wenig in eine Richtung gegangen. Es ist zu wenig dramatisch gesehen. Er hat mich nie wirklich gepackt. Aber durch das hat es eigentlich für mich sogar nur eine 2 gegeben, unterdurchschnittlich. Es gibt nichts, was mich packt am Film. Aber da kommt eben. Also die Landschaft die ist wirklich, wirklich herausragend schön. Und eben das Sounddesign, wo man dann noch ein halbes Pünktchen gibt und ihn so zu einem durchschnittlichen Historienfilm macht für mich. Ja, und ich sage nicht Dankeschön, Hill, weil ich glaube, ehrlich gesagt, es nimmt jetzt auch noch, was du für ein Urteil gibst, aber ich warte darauf, dass du mal einen Film uns gibst, den du auch richtig geil findest. Weil ich gebe euch ja nur immer Filme, die ich liebe über alles. Und das ist bei euch, also nein, lieb, richtig, aber wo ich wirklich richtig geil finde. Und wenn jetzt kommst du mir und dann gibst du dem Film 2,5 oder 3 Sterne, dann gibt es ja. Aber Alex, das Problem ist, du gibst uns Filme, die du mega liebst, weil du das grosse Privileg hast, dass du Filme liebst, die wir noch nie gesehen haben. Die Filme, die wir lieben, hast du schon alle gesehen. Ja, das stimmt doch nicht. Das stimmt doch nicht. Ja, nicht ganz, nicht ganz. Ich habe noch ein, zwei auf Lager. Hallo? Ja. Super gesehen. Ja, ein, ganz zwei habe ich schon auch noch auf Lager, aber es wird schwierig bei dir. Was? Du bist sehr schlechtes Publikum. Was in diesem Film. Ich sage nicht, das ist ein Film, der mir im Gedächtnis ist und ja, das ist geil und so. Ich habe den mal früher noch gesehen, der hat einen historischen Hintergrund. Ich habe lange gemeint, oh, das ist wirklich fast so 1:1 historisch und bla. Mhm. Aber eigentlich der Grund, wieso ich das vorgeschlagen habe oder in die Runde geworfen, ist, weil du gefunden hast, ah, der Mads Mikkelsen, der macht nur gute Filme. Und ich fand, kennst du den Film? Und du hast gefunden, nein, den kenne ich nicht. Und ich dachte, ja, also den Dampfall. Gesprächsstoff. Aber ich muss sagen, also ich finde, wie ich schon gesagt habe, der Film ist eine gewisse gute Sache. Im Großen und Ganzen ist jetzt nicht so der Obo-Hammer. Ich meine, wie gesagt, das Drehbuch ist auf einer A4-Seite geschrieben. So viel Text gibt es auch nicht. Es ist viel, wo man muss. Durchs Lügen und zusammenpuzzeln ein bisschen herausfinden. Ja. Und ich gebe ihm ein 3. So noch. Fair. Allen drauf. Ja. Gibt gleich einen Klapper im Nachhinein. Und, nein, Spaß. Nein. Was mich aber noch wundern würde, hey, wenn irgendjemand jetzt das zugelassen hat, den Film gesehen und auch das Buch gelesen hat, es würde mich mega wundern, die Meinung oder uns alle die Meinung, von jemandem, der das Buch auch kennt, wirklich gut kennt, wie er den Film wahrnimmt. Weil oftmals ist ja das für jemanden, der die Bücher kennt, ganz anders. Dafür. Also ich habe das oft, bei so Buchverfilmungen, dass ich gewisse Sachen erschließe in meinem Kopf, weil ich halt das Buch kenne. Mhm. Aber der neben mir, der das Buch nicht kennt, der sagt, hä, wieso ist jetzt der dort? Also, ja, weißt du, das ist jetzt doch gar nicht vorgekommen. Und so. Und das würde mich wirklich noch wundern. Also wenn jemand das Buch gelesen hat, es kennt, er darf sich sehr, sehr gerne melden. Wenn er es nicht gelesen hat, darf sich auch melden. Unbedingt. Darum haben wir ja eine Küsse vom Sofa. Der Book was better.
Ah, ja, stimmt, also, genau. Ja, richtig, genau. Cool. Ja, die nächste Hausaufgabe darf ich wieder, gell? Genau. Und ja, es ist jetzt keine Überraschung, weil ich habe sie euch schon gegeben, aber ich sage es jetzt gleich. Nein. Ja, das Publikum, da müssen wir sie ja nicht versäckeln. Ne? Und zwar habe ich euch gegeben, und das ist natürlich jetzt blöd, weil ich gerade 2 Minuten vorher gesagt habe, ich gebe euch nur meine liebsten Filme. Das ist vielleicht jetzt doch ein bisschen hochgestochen, aber ich einfach Filme, die ich wirklich finde, Prädikat sehenswert, sehr sehenswert. Mhm. Und das ist Crawl aus dem 2019. Nicht zu verwechseln mit 100 anderen Crawls. Ja. Darum wichtig, 2019. ja, mit Alligatoren. Dann findet ihr den richtig. Also wenn ihr irgendwie einen seht mit Krokodile drauf, oder Alligatoren, Entschuldigung, das ist ein. Okay. Und über den reden wir in der nächsten Woche. Alles klar. Und ja, Hill, gibt es noch etwas zu sagen? Zum Wohl. Richtig. Ja. Und ja, bis zum nächsten Mal. Demnächst. Genau. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.